Was machen wir nun? Ja, da kommt gleich jemand, der bringt uns einen Repairkasten mit. Oh, super. Aber wir müssen dir denn hier Geld herbringen. Ich habe nur 32 Dollar auf der Tasche. Ich habe noch 91. Ja, das ist ein bisschen blöd. Da ist er schon. Tja, moin, mein Lieber, wie geht's dir? Alle Tutti? Oh, huch. Wo kommt der denn her? Das ist eine gute Frage. Falsch parken. Schönen guten Tag, der Herr. Oh, Alter. Haben Sie einen Pilotenschein? Den hätte ich mal gerne gesehen. Ich auch. Alter. Den hätten Sie auch gerne gesehen. Ja. Aber Sie sind ja nicht in der Position, irgendwas zu verlangen. Ich schon. Ja. Alter. Ja. Ich bin alt, das ist richtig. 29 knackige Jahre. Die 30 kommen näher. Das mache ich jetzt nicht, aber... Ja. Hallo? Haben Sie das gesehen? Ja, selbstverständlich habe ich es gesehen. Und ist, mir wäre fast die Mütze vom Kopf geflutscht. Mir ist krass fast das Herz gerade aus der Hose rausgegangen, alter Junge. Aus der Hose? Vorne oder hinten raus? Hinten. Hinten raus. Klein. Hat der Buntstift gemalt? Was? Hat der Buntstift gemalt? Ja. Ja. Ja, dann brauchen Sie jetzt eine neue Unterhose. Ja, gut, der Herr. Aber einen Führerschein haben Sie, oder? Ja. Können Sie mir den mal zeigen? Ja. Ja, das wäre nett. Also wenn Sie schon keinen Flugschein vorzeigen können, dann nehme ich mal wenigstens den Führerschein. Ja, Ausweis und Fahrzeugpapiere vom Mann. Herr Rings, wunderbar. Ja. Ja, das war jetzt aber noch nicht der Führerschein, das war nur der Ausweis. Fahrzeugpapiere habe ich Ihnen auch gegeben. Ja, das ist richtig. Die habe ich hier in den Händen. Hier, sehen Sie? Ja, den Führerschein. Nein, das war immer noch. Das war wieder der Personalausweis. Haben Sie davon mehrere Kopien? Eigentlich habe ich einen Führerschein. Ja, den finden Sie meistens. Gucken Sie mal mein Portemonnaie. Ich zeige Ihnen das mal hier. Ne, das ist meistens. Ich habe das hier bei mir bei Z eingespeichert. Ne? Ja. Das schiebe ich da so rein. Das wissen Sie, kann man das besser merken. Z wie Lizenzen. Ne? Das ist ja gut. Klar, Moment. Führerschein. Ja, B wäre gut. Oder ein Flugschein. B. Würde ich auch nehmen. Den habe ich ja nicht. Den haben Sie nicht, okay. Ich habe auch keinen Helikopter, also brauche ich auch keinen Flugschein. Gut, Herr Rings. Ich gebe Ihnen hier mal Ihre Papiere zurück. Ja, seien Sie mal vorsichtig. Klar. Das war. Ne, das war unter der Mindestflughöhe. Ja. Das war nicht gut. Nee. Ist das so ein spezielles Fahrzeug, irgendwie was springen kann oder so? Weiß ich nicht, also die ist, keine Ahnung, also das fliegt ganz gut, ja, die Federung ist ein bisschen... Die ist ein bisschen lasch eingestellt, müssen wir mal zum ACLS, müssen wir mal nachziehen gehen. Ja, ich weiß nicht. Also, irgendwie ist sie nicht gut. Ich glaube, das ist von der alten Möhre, der da besser. Ist ja jetzt nicht schlimm, ist ja nichts passiert. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen alles Gute und Sie sollten mal Ihre Fahrerseite-Scheibe reparieren. Ja, ich muss jetzt hier, glaube ich, einiges reparieren. Ja, ich glaube auch. Gucken Sie vor allen Dingen auf den Unterboden, ne? Nicht, dass da Öl rauskommt. Ach, lustig. Das war lustig. Da hab ich mich schon wieder bekringelt. Ach, ich hab heute wieder mein Tagzeug, mach mich über die Leute lustig. Dann müssen wir ins PD kommen, dann können